Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Ich bin vielleicht in der YouTube-Aufnahme erstmal ein bisschen überbelichtet. Ich bitte um Verzeihung. Aber ich kann mit Freude sagen, dass wir erstmal dieses Ventil betätigen oder drehen. Es heißt, eine Katze habe 9 Leben, Alice. Ich hoffe, du hast ähnlich viele. Das hoffe ich auch, Grinsekatze. I hope so. Weil ich endlich einen zweiten Bildschirm dank euch, liebe Zuschauer, erreicht habe. Das heißt, ich gucke jetzt nicht mehr auf ein Tablet, sondern links auf dem Bildschirm. Auf den zweiten Monitor. So. Aber wir befinden uns jetzt... Nein, das ist nicht gut. Wir befinden uns jetzt erstmal hier im Wunderland. Und springen. Sammeln die Zähne ein. Schauen uns um. Und sehen, dass es da oben weitergeht. Oh nee, mein Stuhl ist so komisch gedreht. Oh, ich muss mal ein bisschen anders hier sitzen. Ach, du hattest es selbst gespielt. Sehr, sehr gut, Dazzeroth. Auf jeden Fall besser als unterbelichtet. Ja! Das könnte man so sagen. Zack. Ja, okay, es ist soweit. Ich habe eine Woche nicht mehr Alice gespielt. Ich weiß die Steuerung nicht mehr. Moment. Ah, okay, ja. Ja. Ihr kommt auch noch gleich dran. Ihr kommt auch gleich dran. Nein, nein, nein. Ah, so war ausweichen. Okay. Gut, ausweichen. Nee, bitte ein anderes Ziel, Alice. Ich finde dieses Ziel nicht optimal. Okay. Ja, es tut mir so leid. Eine Woche nicht mehr gespielt und komplett vergessen, wie die Steuerung funktioniert. Oh, ich bitte um Verzeihung. Ja, möchtest du fortfahren? Noch einmal bitte. So. Und dann nochmal hier schön looten. Hier kann man so ein bisschen so gesehen farmen, weil es wieder auf Null gesetzt wird. Ja, Grinsekatze, tell me. Es heißt, eine Katze habe 9 Leben, Alice. Ich hoffe, du hast ähnlich viele. Ich habe dank der Rosen Lebensanzeige 2, 4, 6, 8 Leben. 8 Rosenblüten. So. Don't like you. Nein. Aua! Gut, okay. Dann haben wir schon mal die kleinen... Nee, dieses Ziel. Okay. Nein, 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 nein. Ich habe eigentlich ausweichen gedrückt, Alice, aber egal. Leben, gib mir Leben. Nein. Ja, okay. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi, wenn wir ihn pfeffern und anschließend mit der... Hui. Oh, da können wir uns heilen. Einmal bitte heilen. Ja. Wenn wir pfeffern und anschließend mit der Vorpal-Klinge den Augenpott. Das waren die Augenpötte. Den Rest geben. Wundervoll. Zack. So. Steuerung. Aha, okay. Da sehen wir den Tod, die Zeichnung. Ja, okay. Können wir darüber? Okay. Bevor wir jetzt etwas machen. Ja, von hier aus den Geschirr kommt immer die kleinen, wie heißen die eigentlich nochmal, diese
Alice, da ist eine Flasche. Ah, genau. Und zwar die Gegner, die... oh, ich habe den Ingame-Sound nicht leiser gemacht, oder? Ist das so okay? Könnt ihr mich gut hören? Ich hoffe. Zack, aufgesammelt. Oh, ein Blutegel. Nein, nicht gut. Übrigens, dass das Spiel zwischendurch mal laggt und so ein bisschen einfriert, ich glaube, das liegt tatsächlich einfach an der Programmierung des Spiels. Ich kann mich erinnern, dass es nämlich damals auch schon so war, dass das Spiel immer wieder mal total geruckelt hatte. Die grünen Gnome oder Goblins. Ich glaube, es geht nur noch da weiter. Dann wagen wir diesen riesigen Sprung, den wir sogar geschafft haben, und gleiten noch durch die Lüfte. Genau. Wir hören ansonsten nichts. Okay, dann werden wir mal weiter voranschreiten. Dekadenz, Abfall im Überfluss. Heute endet die Verrücktheit des Hutmachers. Du bist hier nicht willkommen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und du bist ein unerträgliches Ärgernis. Manche mögen es heiß, aber keiner mag es so heiß. Oh nein, wie hieß die Maus nochmal? Ich weiß es nicht. Oh ja, okay, die Maus macht uns das Leben schwer. Ach, ja, da hinten, da ist auch schon einer, der versucht. Ja, ja, möchtest du uns? Ja, Augenpott, alles klar. Wir kommen aber noch nicht zu dir. Oh, die Perspektive wird hier auch ganz anders. Okay, es kommt nach oben und... Wir haben hier ganz viel Lava... Wobei, wie hieß das nochmal? Wenn die Flüssigkeit nicht mehr im Vulkan ist, dann heißt das Magma. War das irgendwie so? Ich bin mir unsicher. Ich muss mich mal hier ganz kurz konzentrieren. Ah, schaut mal, da ist auf jeden Fall ein Collectible, eine Flasche. Bitte, ach, der fliegt nicht nach oben. Hui. Nein, Augenpott. Böses Augenpott. Können wir dich vielleicht jetzt schon... Oh. Ja, das bringt nichts. Er muss... Ja, er muss so sein. Er muss so sein. Dann können wir ihn... Hui. Das war der andere Augenpott. Ich glaube nicht. Nein, nein, wenn die Augen schließen, dann bringt das nichts. Aua. Ich muss hier ganz schnell weg. Mal davon abgesehen. Aber wohin? Wohin, wohin? Ah, dahin. Okay. Um euch kümmern wir uns später. So, ich sehe hier was. Ach so, nee, damit können wir noch nicht interagieren. Aber hiermit. Es ist schrecklich zu sehen. Oh nein. Was aus dem Hasen und der Maus passiert ist. Okay, 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 ja. Okay. Oh, ich mag es, dass die Perspektive eigentlich weiter entfernt war. Es war direkt andersherum. Magma ist unterirdisch und Lava ist außerhalb. Alles klar, danke schön, schlecht aber wahr fürs Ergänzen. So, gleitender Verfall. Du hast gegen uns keine Chance. Einmal den Hebel betätigen. Das Rad, das Ventil betätigen. Kann sein, dass man noch jemanden hört bei dir im... Ich hab die Arme, die du brauchst. Nun, genau genommen, die der Hutmacher braucht. Ach, egal. Ich werde dich zerquetschen. Also, wenn ich mich richtig erinnere, kann ich verstehen, weil der Hutmacher euch beide
gequält und gefoltert hat. Er hat Experimente an euch beiden ausprobiert. Ich kann das verstehen, dass ihr jetzt ziemlich sauer seid und den Hutmacher eins auswischen wollt. Aber es ist irgendwie auch nicht ganz richtig, was ihr da macht. Kann sein, dass man noch jemanden hört, der bei dir... Ach so, im Steam schreibt... Ah, dann weiß ich Bescheid. Mich hat gerade tatsächlich jemand in Steam angeschrieben. Und hier haben wir wieder eine Glaskugel. Industrie heißt Fortschritt. Das hatten wir auch schon mal. Wie ging das? Ja, genau. Hier ist die Lava schon mal eingefroren. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ah, da seid ihr auch wieder, ihr Schraubellen. Ja. Nee, ich muss, ich will da oben. Weil es bringt nichts, wenn ich euch einzelne... Nee, wisst ihr was? Ich muss mal hier... Steuerung, ich bin überfordert. Deswegen drücke ich die falschen Knöpfe bei der Steuerung. So. Nein, ich muss erstmal das Nest zerstören. Nein. Ja, gut. Und dann... So, dieses. Das Nest möchte ich, muss ich noch zerstören. Warum visiert sie aber nicht das Nest an? Nee, okay. Oh, ich muss euch, okay, ich verstehe. Ja. Huch, Näschen läuft, Verzeihung. Verzeihung. Nochmal einen Schluck trinken. Mann, ich muss echt den ersten Teil nochmal spielen. Der ist auch schon einige Jahre, liegt er zurück. Ja, Cooldown überhitzt. Ja. Okay, dann erkunden wir mal hier noch weiter. Vor allem mit dieser Perspektive kommt man sich selbst auch so klein vor. Okay, schon mal eine Sache wieder geschafft. So, dich nehmen wir auch noch mit den Zähnen. Und ich glaube, von hier kamen wir doch, oder? Ich glaube, das geht im Kreis. Genau. Da ist ja noch ein Übeltäter. Na, du Augenpott, ich habe gehört, du willst auch noch. Moment, wir können ihn nicht anvisieren. Das ist nicht so praktisch. Ich würde gerne noch wissen, wie wir eigentlich hier rankommen. Vielleicht kommt das später noch. Jetzt machen wir erstmal weiter im Kontext. Hui. Die Zeit für Alternativoptionen ist jetzt vorbei. Du kommst nicht an mich ran. Dein neuer Anführer, Siebenschläfer. Ah ja, und dann sehen wir hier in Form der Maus die Lautsprecher. Okay. Warum können wir hier so viel... Warum haben wir hier so viel Heilung? Das macht mir ein bisschen Angst. Ah, okay. Ja, genau so sollte das auch sein. Genau.
Jetzt sehen wir hier Pfeile, die uns die Richtung weisen. Oh, das ist ganz, ganz schmal. Wir laufen hier auf schmalem Eis. Wir bewegen uns auf dünnem Eis. Wobei das ja nicht wirklich Eis ist, aber... Ja, genau. Dann lassen wir euch mal mitgehen, ihr schönen Blumen. Ich weiß leider gar nicht, welche Blumensorte das ist. Einmal das Muster anschauen. Hier ist das fertig mit der La... Oh nein, ich will nicht direkt da drüber. Nein! Oh, Verzeihung. Oh. Ich sag ja, wir bewegen uns auf schmalem, auf dünnem Eis. Gefühlt. So, wenn er jetzt hier aufhört. Was kommt als nächstes? Ich schaue mir jetzt erstmal hier die... den Rhythmus an. Wie, das ist nur der eine? Oh nein, es ist schon ein Schatten da. Okay. Dann haben wir es dann nicht geschafft? Okay, ich weiß auch nicht. Nicht so schlecht. Haben wir hier hinter noch was? Nee. Aha. Ich weiß, es ist ziemlich lame. Ich sehe nichts. Ah, okay. Der gleitende Verfall ist immer ganz okay. Ich hoffe, sie hören irgendwann auf. Ich muss mal für mich ein bisschen leiser das machen. Gut. Wir sammeln noch das Zähnchen ein. Ja, da ist die Maus. Okay, die Maus läuft selbst teilweise mit Prothesen. Also mit diesen Rädern. Und wir haben hier einen Topf. Nicht wirklich Topf. Der aber die Lava noch verteilt. Ich glaube, die Maus steuert den auf jeden Fall. Und nur für 3 Barrels haben wir das Ganze gemacht. Ja, genau deswegen. Müllschlucker. Als eine Art Fress- oder Futternapf oder Futterstelle? Hm, okay. Müllschlucker. So. Dann haben wir das auch geschafft. Ui. Wunderschöne Plattform, die uns natürlich in den Tod bringen kann. Was im Wunderland kann uns denn nicht zum Tod führen? Hm. Ich hoffe generell, dass die Goals, die ganzen Zielleisten, so nenne ich es jetzt auch mal einfach, dass sie jetzt nicht so viel von der Atmosphäre wegnehmen. Und hopp. Und hopp. Ah! Okay, unser Fuß hat Lava abgekriegt. Nicht gut. Heiß, heiß. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ein bisschen zügiger hier durchspringen. Ja. Okay. Das letzte war total so Panik. Deswegen ganz oft gesprungen. Dich stören die Leisten nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Dankeschön, schlecht aber war. Vielen Dank für dein Feedback. Aha. Na, du schleichender Verfall? Ja, bist du zu groß, um durch das Schlüsselloch... Ja, naja, kann uns egal sein. Wobei nicht ganz, wir müssen dahin. Genau, da geht's nicht weiter. Na gut, dann... Hallo! Surprise, Motherfucker. Nein, Spaß. Oh, verzeihung, ich glaube, ich darf sowas nicht im Stream sagen. Surprise, beep! Das nächste Mal wird wieder zensiert. Ganz einfach. So, das Ventil muss gedreht werden. Dreh, dreh, dreh die Zahlen.
Und ein die... Ein kleines Hindernis, eine banale Hemmung. Ich mach einfach weiter. Mit dir befasse ich mich später, Alice. Unseren grandiosen Plan hältst du niemals auf. Ob er wirklich so grandios ist, bezweifle ich ein wenig. Weil letztendlich ist es natürlich auch wieder so eine moralisch-philosophische Frage. Dadurch, dass du jetzt den Hutmacher, dich an den Hutmacher rächst, bist du nicht dann eigentlich genauso schlimm wie der Hutmacher, als er das damals dich so gefoltert und misshandelt hat? Es ist schwierig zu sagen. Überall haben wir immer diese Glaskugeln. Ich weiß nicht genau, wie man die nennt. So, dann gehen wir doch mal zu seiner Zentrale. Hui. So, was hat er hier? Total, voll das coole Detail. Ich glaube, ich habe schon irgendwie 5 oder 10 Mal an diesem Hebel betätigt. Aber mir fällt erst jetzt auf, dass an dem Schalter eine Glühbirne drauf ist und dass es eigentlich eine Art Teekessel ist. Oder Teekanne. Ja, Teekanne. Zack. Das waren die Hände des Hutmachers. Die hat er zu seiner Arbeit ausgenutzt. Das hat er gemacht. Ja, Rache hat noch nie jemandem geholfen. Ja. Schlecht aber war. Das denke ich, ist auch wirklich so. Für den ersten Moment fühlt man sich immer toll oder auch... Man möchte ja dann auch wieder Kontrolle über sich selbst. Man hat das Gefühl, als man selbst misshandelt worden ist, teilweise der Lähmung und des Kontrollverlusts. Und dadurch, dass du jetzt selbst bestimmen möchtest und Rache ausführst, hast du für einen kurzen Augenblick das Gefühl, dass du die Kontrolle darüber hättest. Aber auf der anderen Seite... Hui. Kann es vielleicht sogar genau das Gegenteil sein, was man eigentlich erreichen wollte? Hui! Mobilität wäre auch sehr nett. Erwarte keinen Dank von mir, bevor ich nicht wieder vollständig bin. Kein Ausruhen auf Lorbeeren. Sekretär. Jetzt muss ich wohl seine Beine suchen. Chaiselongen. Klappstühlen. Hockern. Ja, okay, Hutmacher, ich hab's verstanden. Du brauchst auf jeden Fall jetzt noch dein Unterleib mit Beinen. Jetzt haben wir dir schon mal die Arme beschafft. Da liegen sie. Wir können nicht mit denen interagieren. Und hier ist nun wieder die Arena so ein bisschen auf Null gesetzt, weil wir... wieder ein bisschen was... Verzeihung, ein bisschen hier was looten können. Und natürlich, wir nehmen alles mit, was geht. Ich überlege gerade, wie es aber eigentlich weitergehen kann, weil den Weg haben wir doch eigentlich beschritten. Links. Moment. Die Tür geht nicht auf? Nee. Oder Tor, besser gesagt. Mehr gibt's ja hier nicht. Nee. Okay. Das wirkt ein bisschen komisch. Ja, weil eigentlich sind wir ja da schon bereits hochgegangen. Das hat uns ja schon mal dahin geführt. Moment. Hoffentlich führt uns das diesmal woanders hin. Ja. Boah, wie beeindruckend einfach die ganze Halle komplett aussah. Ja, okay, wir sind jetzt hier oben wieder. Okay. Montage oder Zerstörung nach Bedarf, das haben wir schon gesehen. Das ist eine Riesenteekanne. Schmelzen und Wiederkehren ist auch eine Riesenteekanne, die aber noch aus weiteren... ja, aus weiteren Sachen irgendwie besteht. Da ist jetzt Lava. Moment, ich höre. Ich höre eine Schweinsnase.
Hallöchen, Typisch TV. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist. Fühl dich herzlichst gegrüßt. Schön, dass du da bist. Ja, ich streame. Moment, wo sehe ich das? Ja, ich streame tatsächlich. Gut, natürlich sind so die ersten 10, 20 Minuten, wisst ihr ja, das Intro. Also so gesehen streame ich seit 40 Minuten. Alice? Ja, nee, wir haben ja davor noch geredet. Ich höre ein Näschen. Ich sehe ein Näschen. Da bist du, Übeltäter. Bing. Eine Erinnerung, sehr gut. Ich glaube, die haben wir auch noch gar nicht. Gut, dass wir nochmal hierher zurückkommen. Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Was für Kindereien? Und auf eine Art und Weise, sich das innere Kind ein bisschen zu bewahren, ist eigentlich... Ja, wobei damals andere Zeit, andere Sitten. Ich glaube, wir müssen jetzt nach links, weil wir sind zuerst nach... Das haben wir, glaube ich, gemacht. Da ist auch keine Teekanne mehr, Teetasse mehr. Genau. Ich glaube, wir müssen jetzt zum Aufdrehen und Niederdrücken. Und das ist ein Gesicht. Oh, ganz, ganz ungünstig geflogen. Okay, also auf drei. Eins, zwei. Ja, weil ich die Perspektive so komisch hatte. Na, du auch noch. Was passiert hier eigentlich oben? Ach, hier wird was zermalmt. Etwas zerkleinert. Und das sind die Überreste. Bedenkt, wir sind auch in die Tiefe gefahren, so wie mit der anderen Tasse. Man könnte das jetzt natürlich auch wieder metaphorisch und symbolisch eigentlich sehen, als ob wir weiter tiefer in unsere Psyche gehen. Hä, wo bist du denn? Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Okay. Aufdrehen und niederdrücken. Cool. Da ist eine Glühbirne. Wo führt das eigentlich hin? Ah, ich glaube, von hier sind wir ja gekommen. Okay, gut. Schön, dass es irgendwie zum Nichts hinführt. Ich habe gerade wieder eine Schweinsnase gehört. Dann haben wir hier Zahnräder. Ganz viel Metall. Okay. Oder habe ich mir die Schweinsnase, Schmendrick der Zauberer. Ich habe mir die Schweinsnase eingebildet. Nee, okay, also die... Der Hase, der Märzhase. Beide versuchen jetzt über diese Welt regieren zu können. Ihr Jonathan Frakes. War es wahr? Oder haben wir ihnen nur einen Streich gespielt? Wie war das immer so in etwa? Mega cool. Immer diese Arbeitspropaganda. Ja, okay. Okay, irgendwie sieht das schwer aus. Nee, irgendwie. Moment, ich muss. Hui! Dieser Metallfuß hat uns nicht davon abgehalten, weiterzukommen. Und schaut euch mal dieses geile Detail an, dass man wirklich die Überreste der Pfefferkörner sieht, die halt gemahlen worden sind durch die Pfeffermühle. Mega, mega geil. So, dein neuer Anführer Märzhase und dann natürlich er als Lautsprecher. Beide gehen nicht den richtigen Weg, wobei richtig ist wie immer subjektiv. Ah,
eine Erinnerung. Industrie nährt sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwägen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Ja, es stimmt teilweise, dass die Industrialisierung nicht nur Fortschritt bringt, sondern ja, auf Kosten der Menschen mit Leid, was sagte er, Leid, Verfall und Zerstörung. Und die Industrialisierung zerstört ja auch den natürlichen Lebensraum, sowohl für uns Menschen als auch für Tiere, überwiegend. Ist eigentlich nicht ganz verkehrt. Wow, okay, das ist hier ein komplettes Gefängnis. Ja. Ja, du guckst gerade auch noch die ganze Serie auf Prime Video wieder durch. Ja, ich habe vor kurzem auch wieder angefangen, das zu gucken. X-Faktor, das Unfassbare. Mega, mega cool. Huch. Bekomme ich Schluck auf? Nein, danke. Kein Schluck auf. Also, wir haben jetzt hier eine Halle innen drin mit Zahnräder. Hier ist es halt nicht mit Lava, sondern es ist alles aus Metall. Verhärtet auch. Okay. So, ja. Okay, es ist wieder zeitlich begrenzt. Bitte nicht zerdrückt werden. Uiuiui, nein, nein, nein. Zahnräder über Zahnräder, die eigentlich auch ganz gut so das Arbeitswesen symbolisieren. Ich glaube, es gab doch auch irgendeinen Spruch, der besagt, dass Arbeit wie ein Uhrwerk ist. Und selbst die kleinsten Mitarbeiter eigentlich wie ein Zahnrad sich fügen müssen. Irgendwo habe ich das schon mal gehört, aber ich kann es nicht mehr ganz ausmachen, wo. Ich frage mich jetzt, wenn wir auf dieses Zahnrad uns begeben. Ich finde, man merkt auch teilweise, dass jetzt hier die Szenerie von den Farben her auch kühler gehalten worden ist. Mit der Lava war das alles ein bisschen wärmer, in orange, rötlichem, gelblichen, bräunlichen Tönen. Hier ist es halt dunkler mit so grau, dunkelblau. Ja, schon eher schwarz. Es ist nur ein Hauch. Nee, nee, das war mir ein bisschen zu. Ich trau mich nicht. Hui! Okay. Ah, da unten geht's weiter. Okay, cool. Sehr gut. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Aber hier geht's auch weiter. Ich glaube, das ist der Hauptweg, oder? Wenn ich jetzt hier hingehe. Ne, wir sammeln mal ganz kurz hier. Die machen die Kisten und Barrels kaputt. X-Factors of Prime. Ja, genau. Ich musste auch feststellen, dass die Folgen manchmal im deutschen TV zensiert waren. Ja, krass, ne? Ich finde die 80 Euro für Resident Evil 3 eine Frechheit. Vor allem, weil die das ja jetzt als Standardpreis durchsetzen wollen. Ja, ja, finde ich auch. Vor allem, schlecht aber war, du sprichst von dem Resident Evil 3 Remake, oder? Oh, hier haben wir wieder eine Glühbirne. Die auch als Zahnrad gezeigt wird. Ich traue mich mal jetzt hier im Abgrund. Ach ja, weil wir hier wieder unseren Pilz haben. Unseren Fungus Bakterium. Der Papa hat uns das, oder wir haben uns erinnert, dass der Papa uns das mal erklärt hat. Und ich weiß seinen Namen nicht mehr. Okay, eine Flasche. Wir haben 10 von 14 Schnauzen gepfeffert, gefundene Erinnerung. 12 von 18. Ich finde, die Flaschen sind so ein bisschen... Ja, so als Collectible, okay. Aber ich habe total vergessen und noch gar nicht... Ja doch, ich habe vergessen, wofür die Flaschen waren, weil bisher fühlen die sich einfach so ein bisschen sinnlos an.
will ich jetzt nicht ganz so harsch ausdrücken, aber es ist, ja, wir müssen mit den Bomben etwas zerstören. Sinnlos. Ach so, du meintest Resident Evil 8. Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist, ja, 80 Euro, genau, und das ist, glaube ich, schon seit einigen Jahren wirklich so, wird ja immer wieder, steht das immer wieder in der Debatte, dass halt die normalen Standardpreise für Spiele, werde ich hier zerquetscht? Okay. Ja, 70, 80 Euro sind, ne? Was ich auch schon wirklich sehr, sehr heftig finde, muss ich auch zugeben, schlecht aber war. Resident Evil 3 war dir zu kurz und zu viel Action, habe ich mir gar nicht erst gekauft. Ja, mit Resident Evil 3 war das bei mir ähnlich. Also Resident Evil 3 kaufe ich, habe ich auch bisher noch nicht gekauft, aber ich habe vor, wenn es wieder im Sale ist für 20, 30 Euro, dann kaufe ich mir das, weil als es damals vor ein, zwei Jahren rausgekommen ist, Resident Evil 2 Remake ist eines der genialsten Remakes, die es überhaupt gibt. Man merkt, mit wie viel Liebe und Fürsorge sie das Franchise getreated haben. Und Resident Evil 3, man merkt, da wollten sie einfach nur das Geld aus unserer Tasche ziehen. Dass sie wirklich manche Szenarien, die halt im Originalen stattfinden, sind da gar nicht vorgekommen. Es wurde vieles verkürzt und abgeändert. Und wie du schon sagst, es ist wirklich so viel Action. Ich finde, das Resident Evil 3 Remake ist ein okay Remake, aber es ist nicht so toll wie das zweite Resident Evil Remake. Somit finde ich, dass das, als es damals halt wirklich rauskam, auch 70 Euro definitiv zu teuer war. Also irgendwann im Sale hole ich es mir, weil ich mag halt auch die alte, ja, die alten Resident Evil, die mag ich wirklich sehr. Genau. Ich kann aber komplett nachvollziehen, schlecht aber wahr, dass du dir das aus folgenden Gründen nicht gekauft hast. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich werde bei 80-90% aller Spiele warten, bis die im Angebot sind. Ja, ich auch. Ich auch, leider. Also das habe ich ja heute auch schon so angesprochen, dass, ja, wie gesagt, wenn jetzt Resident Evil 8 nächste Woche rauskommt, dann schaffe ich es diesen Monat nicht dafür, 70, 80 Euro zu zahlen. Deswegen werde ich das erst nächsten Monat kaufen. Und ich bin sowieso jemand, der... Ich habe einen speziellen Geschmack in Spielen, nennen wir es einfach mal so. Also mich kann man nicht mehr so beeindrucken oder ich pre-order auch eigentlich gar nichts mehr. Wirklich gar nichts. Also es ist Pre-order an sich schön und gut, muss jeder für sich selbst wissen. Aber heutzutage wurde ich so oft enttäuscht. Natürlich muss man bedenken, okay, vielleicht sollte man selbst als Spieler dann auch die Ansprüche runterstellen. Könnte man ja auch machen. Aber auf der anderen Seite... okay, es wurde gerade abgespeichert. Im Himmel warten tolle Preise. Nein, ich möchte für meine Arbeit entlohnt werden. Ich meine, generell... Ja, ja, ja. Komm, deine Arbeitssachen, deine Dings müssen wir uns gar nicht hier anhören. Nee. Hä? Ich bin doch ausgewichen. Rückzug, so wie du es machst. Oh, ein Augenpott ist so gut. Den kann man wirklich gerade so immer töten. Was ich noch sagen wollte, man könnte vielleicht auch den Anspruch, oh, ich liebe es, dass hier noch so die Reste vom Augenpott zu sehen sind, wie er so hier in Trümmern liegt. Das mag ich gerade sehr. Was ich noch sagen wollte ist, man könnte überlegen, seine Ansprüche runterzuschrauben, aber nichtsdestotrotz sind Spiele heutzutage ein Medium geworden, wo halt so viele Firmen einfach so viel Profit dran sehen und viele Sachen nicht mehr mit Ideenreichtum, mit Respekt entwickelt werden, sondern einfach halt nur noch gecrunched und
manche Entwickler, ich weiß, oder manche Marketing-Sachen, die meinen wirklich, wir sind einfach dumm und kaufen jeden Scheiß. Fuck, es tut mir leid. Dankeschön, typisch TV, hat Wassermarsch eingelöst. Vielen, vielen Dank fürs Einlösen. Ein Schluck von meinem Fenchel-Anis-Kümmeltee. Vielen Dank, typisch TV, auf dich. Genau, ja, und wie gesagt, deswegen, ich finde Reviews heutzutage wichtig. Und es kommt natürlich an, wer das gerade reviewt oder wie man das reviewt. Weil manche Reviewer sind natürlich auch bezahlt. Thema Influencer und so. Und das ist halt heutzutage wirklich... Nein, du Blutegel. Lab dich nicht an Alice Blut. Oh nein, der Stream laggt ab und zu mal. Oh, das ist... Ist das meine Internetleitung? Ja, heute ist Sonntag, ich weiß es nicht. Ich werde mal von meinem Handy hier was anderes machen. Ich werde mal hier so das nicht nutzen. Ja, wie gesagt, also ich finde heutzutage, man bedenkt, man arbeitet so viel und teilweise kommt dann wirklich AAA-Spiele raus, die einfach in der Early-Access-Phase gefühlt sind, dass die eigentlich gar nicht richtig fertig sind. Und gerade, weil auch der Trend hingeht, dass man immer unfertige Spiele rausbringt zu Vollpreistiteln. Wenn die nicht vollpreisig wären, ja, Neologismen, dann würde ich vielleicht nicht sagen. Dann würde ich sagen, okay, aber ich kann zum Beispiel, ist es in jeder Branche... Na? Okay. Na, haben wir dich ausgetrickst? Man kann ja nicht, deswegen, ich finde das einfach eine Frechheit heutzutage, unfertige, verbuggte, kaputte Spiele zu Vollpreistiteln zu werben. Und da gibt es einige Spiele in der, Historie, die mir auch gezeigt haben, dass man nicht sofort immer alles kaufen muss. Du verpasst nichts. Du verpasst nichts, wenn du es 2 oder 4 Wochen später kaufst. Es ist nur so dieser Need, oh, shit. Ich will nicht. Ich kann nicht. Ey, gleitender Verfall, lasst mich durch. Ich muss zu den Augenpott. So, jetzt seid ihr dran. Es ist auf jeden Fall, ich kann mich gerade nicht so gut zu dem Thema äußern, weil ich zeitgleich parallel dazu spiele. Und das überfordert mich so ein bisschen. Ich bin nicht so multitasking. Okay. Ja, kühl dich ab und weiter geht's. Ja, deswegen schlecht aber war, du sprichst mir aus der Seele, dass man sich das eher zweimal überlegt, welche Spiele man wirklich für 80, 90 Euro sich kauft. Kann ich komplett nachvollziehen. Ja, es liegt auch wegen Vollpreis und der Mikrotransaktion. Definitiv. Es ist wirklich so echt schade. Das stimmt. Warum ist denn der Stream? Moment, wartet mal ganz kurz. Ich guck mal. Ach, hier kann ich ja nicht mehr gucken. Scheiße. Ah, ich kann jetzt nicht hochscrollen. Das ist blöd. So. FOMO. Es ist die Fear of Missing Out. Ja, ich glaube, damit möchtest du sagen, dass man innerlich den Druck verspürt, eigentlich Spiele kaufen zu müssen, weil man sonst den Druck hat, etwas zu verpassen. Oder verstehe ich das gerade falsch?
Die anderen Streams, die ich heute geschaut habe, hatten alle keine Probleme. Oh, scheiße, typisch TV. Dann liegt das wahrscheinlich an meiner Internetleitung heute. Oh, das tut mir leid. Das ist nicht toll. Scheiße. Ich downloade gerade nichts. Nee, ich habe die Einstellungen auch nicht geändert. Ich glaube, daran kann ich leider nicht arbeiten. Vielleicht, dass du zwischendurch auf F5 drückst, damit das wieder re-dingst. Oh, das tut mir voll leid. Ja, und es liegt daran, dass es zu viele gibt, die jeden Scheiß kaufen. Das ist es auch, ja. Es ist halt, wir leben ja auch in einer in einer Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, man muss alles sofort haben. Das Materielle so viel mehr Wert hat, dass das Materielle, das sieht man ja auch schon auf Instagram oder irgendwie, das lebt einen einfach, das Ganze, also die Influencer leben einen das vor, dass wenn du dies und jenes hast, dass du dann halt einfach besser bist oder erfolgreicher bist, was aber gar nicht stimmt. Ach, das ist wieder genau, ich liebe solche Art von Themen, ich bespreche die auch so gern und ich mag das voll, dass ich mit euch darüber sprechen kann. Wirklich. Typisch TV, du hast noch gefragt, wie es so ist, mit zwei Monitoren zu streamen. Es fühlt sich cool an. Es ist wirklich mega cool, weil ich sehe den Chat, ich sehe euch ganz klar und deutlich groß. Ich sehe ganz klar und deutlich den Feed, alles Mögliche. Und das Geniale ist, ich sehe zeitgleich, aber auch das gesamte Spiel. Also es ist wirklich, ich bin total überwältigt. Ich freue mich so sehr. Und es ist, oh, es ist so, wie nenne ich das jetzt mal, komme ich da nicht hoch? Es ist auf jeden Fall total bequem, also zumindest jetzt mit PC-Spielen merke ich schon mal, boah, es ist eigentlich eine Anschaffung, die ich echt gebraucht hätte, aber ich habe es davor nicht tschüss! Tschüss, meine Webcam ist runtergefallen. Hi Webcam, you're back. Dann kann ich euch ja einfach mal hier den... Da seid ihr. Den zweiten Monitor zeigen. So. So Webcam, was haben wir heute? Warum bist du runtergefallen, hm? Bist du müde? Ja, ich personifiziere eine Webcam. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Apropos, ich weiß nicht, was mit mir los ist. I'm just crazy as business as usual. So, ich glaube, ist es okay? Es ist wieder gut. So, Webcam, bitte nicht wieder umstürzen, ne? Webcam? So. Ja, ich bin wirklich in einer neuen Streaming-Welt. Es ist, ist wirklich cool. Haben die anderen denn hier auch Lags? F5 mache ich schon, aber es bleibt so. Bei mir hat es nur gelaggt, weil ich gerade die Resi 8 Demo installiert hatte. Ansonsten ist es eigentlich okay. Oh, okay. Okay, schlecht, aber war vielleicht liegt es doch ein bisschen an deinem... Vielleicht ist es eine Kombination. Also ich weiß, dass ich... Manche Insekten fressen ihren Nachwuchs, Alice. Wir können viel von ihnen lernen. Lebendig oder tot. Gut. Oh. Ja, natürlich, die Tierwelt ist in solch einer Hinsicht, ich will nicht sagen grausam, weil grausam ist ja wieder etwas Moralisches, was wir Menschen uns selbst überlegt haben oder uns selbst herausgefunden haben. Weil die Insekten gehen ihrem Instinkt nach, was eigentlich ja auch nicht ganz verkehrt ist. Auf jeden Fall möchte ich keineswegs abstreiten, dass mein Internet scheiße sein kann, weil ich immer sehr häufig Internetprobleme habe. Deswegen bitte ich um Verzeihung, dass er zwischendurch irgendwie mal laggt. Oh, ja, mehr als F5. Also bei mir wüsste ich jetzt auch nicht. Ich habe schon echt hier niedrigste Qualitätseinstellungen. Sowohl im Spiel als auch im Stream. Als auch in der Aufnahme. Genau, das tut mir leid.
Ja, es war Sailor Moon. Ihr habt Sailor Moon. Ich bin nämlich so verrückt. Ich habe meine Webcam habe ich nicht wie andere Menschen an ihrem Bildschirm obendran, weil ich das Gefühl habe, weil ich habe meinen Bildschirm etwas erhöht. Und ich habe das Gefühl, ihr würdet so auf mich runtergucken. Und das möchte ich nicht. Ich möchte die Webcam so auf Augenhöhe haben, dass so wie wir, wenn wir uns gegenüber sitzen oder stehen würden, dass wir beide auf einer gleichen Ebene uns befinden. Was ist das? Deswegen möchte ich nicht, dass ihr auf mich herabschaut oder ich auf euch herabschaue. Wisst ihr, wie ich das meine? Und deswegen habe ich hier meine Sailor Moon Collectors Box als Stativ für die Webcam angebracht. Tatsächlich. Ich misshandle das, ich weiß. Genau. Der war gekrümmt, genau. Der ist curved, der Monitor. Das ist ebenfalls ein Samsung. Das ist ein 24 Zoll Samsung Curved Monitor. Und deswegen war der halt leicht gekrümmt, genau, ja. Irgendwann eine Watchparty. Das würde ich sehr gerne machen wollen. Problematik hierbei ist nur, dass ich leider kein Amazon Prime habe. Müsste ich mir mal zulegen. Was ich eher in naher Zukunft geplant habe, ist mit euch Gordic Phone zu spielen, dass ich in den nächsten kommenden Sonntage... Meine Grammatik ist mal wieder für den Arsch. Es tut mir leid. Auf jeden Fall eines der nächsten Sonntage kündige ich an, auch auf Discord und Twitter, dass wir da gemeinsam mit Voice, wenn ihr möchtet, dass wir da mal wieder so ein Community Gordic Phone und Scribble.io machen. Das ist so das nächste, was ich geplant habe. Holy moly, Dodo Miserarium. Dodo Miserarium. Sowas wie Dodo Sammelsorium. Weil man hier, meine Güte, ganz, ganz schrecklich die Dodos in Käfigen sieht. Oh mein Gott. Ja, und ein Dodo wird sogar dafür missbraucht, dass er halt arbeitet und ein Rad antreibt. Wenn ich das sehe, ist sogar sein Kopf fixiert. Ganz, ganz schrecklich. Es wurden ja auch schon Dodos hier. Ja, genau, die sind auch schon tot und die wurden auch zum Ausbluten. Oh nein, und die wurden gegrillt und das ist total schrecklich. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Nee, ich habe leider keinen Amazon Prime. Der Synod hat Amazon Prime und darüber gucke ich ja dann auch immer alle Serien, weil so gesehen teilen wir uns den Account. Aber sein Amazon Prime ist auch mit seinem Twitch-Account verbunden, soweit ich weiß. Könnte man rein theoretisch gesehen den Twitch-Account... Vielleicht. Ja, vielleicht muss ich mal googeln. Das, muss ich mal googeln und mit Synod absprechen, ob ich seinen Twitch, seinen Amazon Prime Account mit meinem Twitch-Kanal für einen Tag einfach mal, kombinieren kann. Das war nicht das Wort, was ich gesucht habe, aber... Und dass wir vielleicht mal was zusammen gucken. Ja, da bist du auch gerne dabei. Oh, das wäre so cool, schlecht aber war, wenn du dabei bist. Wenn du Zeit hast. Also ich werde das so machen, dass ich das mal ankündige. Und dann vielleicht aber auch, dass ich mich natürlich auch teilweise nach mir und teilweise nach euch richte. Das wäre so cool, wenn du auch mitmachen würdest, schlecht aber war. Mega, mega cool. Das stelle ich mir auch mega witzig vor. Vor allem Gardic Phone habe ich auch noch nie gespielt. Wir können das jetzt hier mal aus der Nähe betrachten. Ah, ich glaube, ich verstehe. Er muss die Glühbirne erhellen. Und deswegen ist er fixiert. Ich finde, das ist eindeutig Tierquälerei.
Und selbst wenn das ein Mensch machen würde, es wäre auch... Es ist generell Quälerei. Und Folter. Ich möchte euch befreien. Das heißt aber an sich, dass der Hase so gesehen die Tiere wie Sklaven hält und wie Sklaven antreibt und das Individuum an sich wieder nicht betrachtet. Wobei natürlich, man kann auf eine Art und Weise doch, sind die Tiere auf eine Art und Weise irgendwie ein Individuum, aber halt nicht... Oh nein. Ach, das ist auch viel zu klein. Ich hasse sowas. Tut mir leid. Ich rede zu viel gerade. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation, in der wir hier uns gerade im Wunderland befinden. Wenn wir das jetzt natürlich auch so ein bisschen auf Alice und auf der Zeit beziehen, in der sie lebt, mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, weil das ja irgendwie 1800 irgendwas ist, dann könnte man das vielleicht auch so sehen, dass Alice verarbeitet, weil hier fängt das jetzt mit so einer Art Massentierhaltung an, dass man eigentlich ja auch nicht nur die Tiere, sondern auch die Menschen, dass dadurch, dass man ja Fortschritt erreichen möchte, Industrialisierung auch, gerade mitten in der Industrialisierung steckt, dass man da die Menschen halt auch sehr viel arbeiten. Und dafür ihre das schaffe ich doch nicht, ihre Individualität einbüßen müssen. Wie lange habe ich für heute geplant? Wie spät ist es denn? 18 Uhr. Ich habe heute noch bis... Also wenn der Stream noch klappt, dann würde ich gerne bis 20 Uhr streamen. So 20, 21 Uhr. Ich muss mal ganz kurz den Stream an- und ausmachen.